Moin, moin, hallo. Hier O-Zero. What the fuck you done done? You just gave them our location. Now we gotta let this motherfucker out of here. Wir haben den Spacken. Get the fuck out of here. And nigga, give me that damn phone. What the fuck? Fuck y'all. I'll be seeing y'all soon. The only reason you been seeing shit cause we went easy on your ass. Remember that, dog. Wir haben den Idioten entführt, den von einer Gang. Auftrag von Lamar. Und lief eigentlich alles ganz gut, aber trotzdem war es ein Idiotenplan. Frank hat die Schnauze voll gehabt und hat das alles beendet. I'm a motherfucking gangster, you know how I do. I can take care of my sizzle. No the fuck you kids ain't. Ja, das lief ja relativ nicht gut. Bestanden haben wir. 84%, also Silber. Gar nicht so schlecht. Ist jetzt die Mülltonne die, die hier mehr das Leben schwer macht? Ja. Sei es drum. So, wir machen uns auf nach Hause. War ja hier gleich um die Ecke. Das Fahren in der Ego-Sicht, ich habe es mir bedeutend schlimmer vorgestellt, aber das ist wirklich sehr angenehm. Es gibt auch irgendwie eine Möglichkeit, einen Mittelfinger zu zeigen, aber irgendwie habe ich das noch nicht. Das sind Waffen. Oh, ich habe eine Shotgun. Waffen ist klar, da drauf drücken bringt nichts, darauf drücken bringt, dass man sich um 180 A dreht, glaube ich. Nach rechts drücken passiert nichts, nach unten drücken ist Charakterwechsel. Das ist die Karte. Auf R2 schlägt man, auf R1 geht man in Deckung, auf L2... nimmt man seine Fäuste hoch. Oh, oh, sorry. Ja, ich bin ein bisschen ratlos. Wo soll das sein? Ich werde das nochmal rausfinden, euch im nächsten Let's Play sicherlich zeigen können. Jetzt wollen wir erstmal speichern, weil wir es können. So, einmal schnell speichern. Diesmal nehmen wir aber auch und überspeichern einen Punkt. Wir brauchen ja jetzt nicht jedes Mal einen neuen aufnehmen, also einen neuen Speicherplatz. Das ist ja relativ unnötig. 4% nehmen wir. Überspeichern den. Ich weiß nicht, ob ich den anderen nochmal löschen kann, damit man es optisch einfach besser auseinanderhalten kann. Bestimmt nicht. Wir nehmen natürlich unser Auto. Nein, das Motorrad will ich nicht. Wir nehmen unser Auto. Ah, vielleicht geht das auch nur im Auto, dass wir Mittelfinger zeigen können. Ich probiere es nochmal. Also die Waffe ist klar. Und sogar da, das funktioniert, wenn ich die Handbremse drücke. X ist ducken. Quadrat ist Waffe auswählen. Dreieck ist aussteigen, ist klar. Kreis ist Ansicht ändern. Fernlicht, Handy. Ach ja, kann ich ja eigentlich ausschalten, weil es sowieso keinen Unterschied macht. Weil ich ja die Musik ausgeschaltet haben muss für die Aufnahme. So. Wir werden das bestimmt noch rauskriegen, wo das funktioniert. Jetzt machen wir uns auf zu Franklin, würde ich sagen. Zu Michael. Und gucken mal, was da so abgeht. Zack. Hoppala, hoppala, hoppala.
werden in näherer Zukunft auf jeden Fall ein bisschen was an unserem Auto machen. Aber mit. What's up, homie? Hey, look. Chop got to stay around your crib for a while, homie. That's cool? Yeah, man, it's cool. Shit's the best place for him anyway. Like it ain't nobody out there gunning for your black ass. Bullshit, nigga. Just take care of it, man, alright? Alright, I got you, dog. Shop ist jetzt in Franklins Haus. Franklin kann mit Shop bei dem Knochenzeichen agieren. Das heißt, ich kann mit ihm eine Runde gehen und mit ihm spielen gehen, mit dem Ball spielen gehen und so. So ein nettes Zwischendurch. Oh, was sehe ich da? Ein kleines Zeichen. Auf der Karte, das ist, glaube ich, ein Taschendiebstahl oder ähnliches. Na, den kann ich jetzt aufhalten. Ich mach's mir einfach. Mann. Und kann dann wahrscheinlich hier die Handtasche. Wo ist die jetzt hin? Ah, stehe ich wahrscheinlich mit dem Auto drauf, würde ich vermuten. Jawohl. So, ich habe den Gegenstand, kann ihn jetzt wiederbringen. Du bist so ein Assi, Alter. Kann ihn jetzt wiederbringen, könnte aber auch Hello. Das Geld behalten. Eine zufällige Ereignis belohnt den Spieler mit Wertverbesserung oder Geld. Na, wir haben inzwischen Kohle gekriegt. Und Kohle ist immer gut in diesem Spiel, weil es so viele Sachen gibt, die man sich kaufen kann, die man natürlich nicht braucht, aber die man einfach haben will. So, wir machen jetzt noch eine Mission von Michael und dann machen wir mal Unsinn. Das heißt, wir werden mal ein bisschen shoppen gehen. Ich werde euch mal zeigen, wie wir das Luftfahrzeug benutzen können. Ne, also klar steht der Story-Modus hier im Vordergrund, aber man kann so viel nebenbei machen, das will ich euch einfach nicht voranhalten. Na, bis wir hier die Story-Mode durch haben. Das dauert ja noch ein paar Tage. Dementsprechend. Zack. Ich werde bei Zeiten, ich denke spätestens am Wochenende mal GTA Online, ein bisschen ausgiebiger auch gespielt haben, bevor ich euch das dann präsentiere, um mich da wieder reinzufuchsen, weil es wirklich lange her ist, dass ich das gespielt habe. Und bevor ich euch das präsentiere, will ich mich da wieder ein bisschen fit drinne machen. Super. Und werde dann dementsprechend. Hey, you, stop it! What's up, man? Get out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked a frick in my bed. You bullshitting me. It wasn't like that. You in? Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him! Also, unsere kleine Frau hat den Tennislehrer gebumst. Oh, verkehrte Richtung. Na toll, jetzt habe ich die Scheiße. What happened? Guy bounced my wife is what happened. Which guy? The guy I'm paying the teacher to. Und wir schnappen ihn uns. Ich muss mich jetzt aber reinhalten, weil sonst ist er weg. So, jetzt sollten wir aber wieder weit genug dran sein. So, den schnappen wir uns. Auf so eine Scheiße stehe ich nämlich auch nicht. Scheiß Tennislehrer, den schnappen wir uns. Den machen wir weg. Den machen wir weg. Ah. Verpiss dich. He lives somewhere up in the canyon. We'll find him. Okay, er hat jetzt die Gelegenheit genutzt, dass dieser Idiot da rausgefahren ist und hat sich verpieselt, aber wir wissen einigermaßen, wo er wohnt. Also dementsprechend werden wir ihn schon finden. Wir werden wahrscheinlich das Auto finden müssen. It's this track here. Hey! Oops. Yeah, keep your eye out. Ich guck zu wenig auf die Karte, ehrlich. So.
Er zeigt mir Mittelfinger. Ah, mal gut. So, hier wollen wir lang. Das ist der Hamming doch. Oh, shit. Cole's doing all right for himself. Hey, asshole! You ran off before we could settle our debts. Michael, bud! You got the wrong idea, man! Es sieht nicht so aus. Ja, ja. So, jetzt haben wir den Wichser. Tied a cable to one of those supports up there. You finna pull his deck down? Hey, that prick pulled my marriage down. Man, you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever. I told you I comped the session, bud. Well, there were a lot of freaking sessions, bud. I'm thinking you were working on more than just her backhand. Mandy's backhand has come a long way, bro. But sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand. On your face! Oh, bud, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it is, bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money, and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. Yeah. My bad. Seriously. Oh, how fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! And we'll see how you like it when someone fucks with your shit! Well, hey, wait! You got the wrong idea, pal! Whoa! Fuck! Yeah, ich finde den Plan gut. Here we go! Haha, let's see what happens! Dude, you are properly crazy! Und wir werden uns das Scheißhaus richtig gut vornehmen. Yeah, he gonna feel this one, dog. Oh. Oh shit! He's sorry now, but he wasn't already. Und zack, jetzt haben wir's. Aber gut. Und ein letztes Mal. So, jetzt geht's wieder ab nach Hause. Wir haben dem Tennislehrer offensichtlich unsere Meinung gegeigt. Mr. DeSanta, what the hell? That's not my house! Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Give me a plug! You! Yes, that one! Uh-oh. Green light! Martin Madrazo, give you green light! Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Shit! We got some cameras on us, home. Oh, that was quick. All right, help me deal with this. I'll give it a go, man. Keep trying. Come on, kid. Lass mich mal schießen. We got a book, man. Go. All right, all right. Ich werde versuchen, gezielt auf die Reifen. Chill the fuck This out. This is a misunderstanding, motherfucker. How you doing, Frank? Hey, let's go. Let's leave him behind. Das war doch nicht schlecht. All right, we managed to lose him. Push the pedal, man. We gotta move. Da sind sie doch wieder. There you go. Schütze, sehr gut.